Willkommen zu einem DAF-Interview. Der Hot Stock Report, das ist jetzt unser Thema. Ich spreche darüber mit Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Ja, schönen guten Tag, Herr Söllner. Gerade sind ja insbesondere die Hot Stocks SMA Solar und Parot in aller Munde. Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Beide Titel haben ja innerhalb von wenigen Wochen über 100% zulegen können. Starten wir mal mit SMA Solar. Was ist denn hier momentan los? Gut, bei SMA wurden sehr, sehr viele Leute und gerade auch Analysten einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Es gab jahrelang Gewinnwarnungen, die Aktie hat einfach schlecht performt und es gab eine lange Seitwärtsbewegung und plötzlich wieder gute Zahlen, Planzahlen angehoben. Und jetzt laufen einfach sehr viele hinterher. Einige Analysten haben jetzt plötzlich das Kursziel verdoppelt innerhalb weniger Wochen. Und wer die Aktie einfach zu spät gekauft hat, muss jetzt noch einsteigen. Insofern eine ganz klare antizyklische Geschichte, die jetzt explodiert ist, die aufgegangen ist. Freut uns natürlich sehr, dass das funktioniert. Die Aktie ist immer noch nicht schreiend überbewertet. Wer die Aktie hat, einfach mal Gewinne laufen lassen. Jetzt zum Einsteigen ist es nicht mehr ideal. Schauen wir auch noch auf den zweiten Wert, den ich eingangs angesprochen habe, Parot. Sollte man bei dieser Empfehlung jetzt immer noch kaufen, zuschlagen? Also Parot gefällt uns von der Story her sogar einen Tick besser, weil es wirklich da um den Megamarkt Drohnen geht. Und obwohl die Aktie jetzt tatsächlich 120% gestiegen ist, auch hier jahrelang seitwärts gegangen, ist es immer noch im Vergleich zu Konkurrenten beim KUV-Vergleich immer noch deutlich günstiger. Also auf mittlere Sicht ist ja immer noch was drin. Aber auch hier gilt, besser wäre es gewesen, man steigt antizyklisch weiter unten ein, als noch keiner gesagt hat, kaufen. Die Analysten noch, die meisten im Tiefschlaf waren. Jetzt ist es ein bisschen riskanter, aber zum Traden kann man hier immer noch einen Trade machen bei Parot. Was haben diese beiden Aktien eigentlich gemeinsam? Oder anders gefragt, wie findet man solche Highflyer? Genau, also diese beiden Aktien haben im Prinzip nicht sehr viel gemeinsam, was die Story angeht. Aber zwei Geschichten sind ja sehr wichtig zu erwähnen. Einerseits, ich hatte es schon angerissen, dieser lange Seitwärtstrend. Also Aktien, die sehr lange seitwärts gehen, eine klare Bodenbildung machen, die kommen dann umso mehr nach oben geschossen. Da muss man auf die richtigen Chartsignale warten. Ich kann hier mal kurz einen einblenden. Einen Chart. Hier haben wir zum Beispiel Parot in Schwarz, der hier extrem, gestiegen ist. Auch hier gab es zuvor die lange Seitwärtsbewegung. Jetzt haben wir eine neue Aktie, die ist noch unten, kommt jetzt aber mit dem Kaufsignal. Sprich, man muss hier lange abwarten, Geduld haben, bis das Kaufsignal kommt und dann kommt die Aktie von unten raus. Was noch entscheidend ist bei beiden Aktien, ist, dass es einfach beide Aktien unterschätzt wurden, jahrelang. Analysten haben bei beiden Aktien am Schluss gesagt, nicht kaufen, halten. Es gab keine euphorischen Analysten, auch wenig euphorische Aktionäre. Daher war die Aktie so günstig und daher ist die Aktie dann so explodiert, nachdem sich plötzlich herumgesprochen hat, wir hatten die Aktie jahrelang falsch eingeschätzt, wir hatten Vorurteil, die Aktie war schon lange viel besser und plötzlich müssen diese Analysten, Investoren hinterherlaufen. Das sind die Gründe, das sind beides antizyklische Aktien mit langen Seitwärtstrends, die dann eben zum richtigen Zeitpunkt, wenn man einsteigt, explodieren können. Jetzt will man natürlich in die Zukunft blicken, welche Aktie könnte denn die neue SMA oder die neue Parot werden? Wir hatten ja schon mal die neue Parot dabei und da wird es nochmal spannend. Das war genau dieser Chart, den ich gerade eingeblendet hatte. Bei dieser Aktie läuft es charttechnisch auch ganz ähnlich. Wir hatten jetzt eine saubere Bodenbildung, jetzt das Kaufsignal. Dieses Kaufsignal wurde jetzt vor 2-3 Tagen noch einmal neu bestätigt. Und auch hier ist es so, dass die Analysten hier im Schnitt sagen, halten und wenig Fantasie entwickeln. Aber diese Aktie ist im Drohnenbereich aktiv und langsam beginnt sich der Trend hier umzudrehen. Die Analysten denken um. Ein erster Analyst hat sich jetzt nach vorne gewagt und hat 10 Gründe genannt, wieso eben diese Aktie, diese neue Parot, wie wir sagen, den Markt outperformen sollte. Da gibt es viele Gründe. Einerseits auch hier Planzahlen jetzt erstmals nicht enttäuscht, sondern bestätigt. Man ist hier operativ gut unterwegs. Man wird für das US-Militär liefern. Man wird immer mehr zum Automobilzulieferer im Bereich Elektro-Autoladegeräte. Und da gibt es noch 3-4 weitere triftige Gründe, wieso diese Aktie gerade durchstartet. Ein weiterer Grund ist, man hat BP schon als Kunden mit seinen Drohnen und könnte jetzt auch Shell noch als Kunden gewinnen. Also hier gibt es sehr viele Gründe und das haben wir nochmal im Detail behandelt im neuen Hotstock-Report. Und wir glauben, es ist sehr viel cleverer, jetzt antizyklisch bei dieser Aktie einzusteigen, wie jetzt noch hinterherzulaufen bei Aktien, die schon mehrere 100% gestiegen sind. Was kann man denn sonst noch, was Sie jetzt noch nicht angesprochen haben, im Hotstock-Report jetzt nachlesen? Gut, neben dieser neuen Aktie, die man sich wirklich mal anschauen sollte, haben wir eine aktuelle Ausgabe, die ich gerade fertig geschrieben habe, hier an dem Schreibtisch,
Nochmal eine Aktie, die wirklich sehr spannend ist, um auf das Ende des Iran-Embargos zu spekulieren. Das ist ein spannendes Papier. Des Weiteren eine Aktie im Bereich Internet der Dinge und Smart Grid, die auch unentdeckt ist, aber tatsächlich vorhat, vielleicht noch dieses Jahr in den Tech-DAX aufgenommen zu werden. Auch das eine Art Geheimtipp, wir finden, die man kaufen sollte, wobei auch Kontakt hatten, nochmal direkt mit dem Vorstand, gute Informationen haben und ich denke, wieder einen guten Hotstock-Report geschrieben haben. Dann sollte der Zuschauer auf jeden Fall dort mal nachlesen. Besten Dank Ihnen, Florian Söllner. Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Nächste Woche dann neue Informationen zum Hotstock-Report.